ist jetzt gerade der Fotocall für die Premiere von Angst, der Feind in meinem Haus. Sie können diesen Film am 16. Oktober im ZDF sehen um 20.15 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Wir sind schon sehr gespannt auf die Resonanz hier beim Kinopublikum. Ein TV-Film im Kino ist immer was ganz Besonderes. Auf Sie zählen wir am 16. Oktober. Danke. Herr Pferd, ja, hallo. Sie sind das erste Mal auf dem Filmfest Hamburg. Was ist das Besondere, eine Fernsehproduktion im Kino mit Publikum zusammenzuschauen? Das Besondere ist, dass man einen Film mit Publikum immer anders erlebt als alleine zu Hause. Und bei einer Fernsehproduktion, die wir alle ja auf kleinen Kinoleinwänden schon zu Hause immer haben, weil unsere Fernseher nicht mehr so und so sind, sondern alle 2 Meter mal 1,50, haben wir ja schon eine kleine Kinoleinwände zu Hause, aber auf der ganz großen trennt sich die Spreu vom Weizen und ich glaube, wir sind heute Abend gut dabei. Was ist das Besondere an diesem Film jetzt, Angst, der Feind in meinem Haus? Dass wir ein sehr aktuelles Thema haben, dass wir ein Thema das, haben, das nicht nur das Thema Stalking behandelt, sondern auch den Demokratieverstand und das Vertrauen in einen Rechtsstaat behandelt, was, finde ich, eine sehr, sehr aktuelle Situation ist. Ja, Frau Kling, und ja... Und das ist in einem einzigen Film eine Menge Themen aufgearbeitet werden, die in einer kleinen Zelle sehr global transportiert werden können. Das ist ein schönes. Schließ mich an. Frau Kling. Faul. Frau Kling. Wofür stehen Filmfeste in Deutschland? Oh mein Gott. Also es ist. Filmfeste in Deutschland stehen dafür, dass das, was wir versuchen zu erzählen, die Geschichten, die wir versuchen zu erarbeiten und so, auch wir mal merken, dass es in irgendeiner Form geguckt wird und angenommen wird. Und so. Das ist ja im Theater immer anders, hat man die direkte Beurteilung des Publikums. Beim Film sitzen wir zu Hause und denken mal, guckt das einer? Also es gibt so Quoten, aber so bei so einem Filmfest ist es natürlich irgendwie eine andere Situation. Okay. Hallo.